Hallo und willkommen zu Mr. Irish Bastard Podcast. Heute mit Mr. Irish Bastard mit P bei den Eidgenossen in der Schweiz und Grand Eastmith hier im wunderschönen Münster. Guten Tag. Hallo. Wie ist denn die Schweiz heute? Du darfst übrigens das Wort mit C nicht sagen, sonst werden wir gedrosselt und werden nie irgendwo umspielen. Das Wort mit C? Nö, ach, ja. hier ist alles so wie ganz früher. Also ganz, ganz früher. Vor Super. 2020. Und sehr ungezügelt. Und man rechnet jeden Tag mit kratzigen Hälsen. Ja, krass. Okay. Um das C-Wort nicht zu benutzen. Ja, genau. Ja, das ist so sprichst du einfach mit K aus. Drunter basteln. Wir reden ja von Currywurst, ne? Genau. Ja, ja, klar, ist mir schon klar. Schreibt sich ja eh mit K. Ach. Naja, gut, okay. Aber ich habe das gleich aus Italien gehört. Ich kenne jemanden, die war in Rom und sagte auch, da ist auch alles sehr, als wäre es wieder 2019. Ja, es sind auch sehr viele Italiener hier. Also zur Erklärung, ich bin ja hier auf einer Messe und es sind sehr, sehr viele Italiener hier, die das ähnlich locker sehen alles. Und ja. Ich denke, na. Ja, gut, okay. Aber weißt du was, ich war in einem Geschäft und ich habe nämlich Zeug gesehen, das kann man gurgeln und trinken. Es war so ein normaler Supermarkt, so ein größerer Supermarkt. Kann man gurgeln und trinken und das schützt dagegen. Das schützt gegen diese Sache. Mhm. Steht aber auch als Disclaimer natürlich auf der Verpackung, es schützt nicht ganz und man sollte sich nicht super darauf verlassen. Aber es schützt vor allen Dingen den Produzenten vor Armut. Ja, genau. Was ist denn das für Zeug? Ist das Epoxidharz oder so? Weil das würde ich dann glauben, ne? Wenn man sich das da über die Schleimhäute hinten gurgelt, dann kann das Virus dann nicht mehr andocken. Ne? Ja, ja. Also, Leinöl. Leinöl-Ricci. Also auf den Lein, also es hatte eine richtige Verpackung, die war richtig gedruckt und nicht irgendwie so mit Kartoffeldruck. Das wirkte sehr professionell, das Ganze. Also bis zum Disclaimer. Das ist natürlich ein super geiles Geschäftsmodell halt so, ne? Also wenn Sie das nehmen, werden Sie nicht vom Auto überfahren. Sie sollten trotzdem aber sehr genau gucken, wenn Sie über die Straße gehen halt so, ne? Also da ist irgendwie in diesem Business ist irgendwie Musik drin, finde ich. Naja, ja. Aber wir haben ja neulich noch gesprochen über Backpfeifen-Contest und ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gesehen habe, ein Sehender bin. Ne? Jetzt, wo die Menschen wieder aufeinander treffen, ist es natürlich auch so, dass das ein größeres Maß an Disziplin von dem Gegenüber verlangt, als man es bisher kannte. Und Backpfeifen-Contest wieder ganz hoch im Geschäft. Ich habe das gesehen, wie alle natürlich mit Will Smith, wie er auf die Bühne gegangen ist, wo ich dann dachte, ja, okay, das ist doch abgekatert. Ne? Und dann sah man so ein bisschen die Überraschung von Chris Rock, wo man dachte, ach, warte mal, das ist vielleicht doch nicht so. Was haltet ihr denn davon? Hat das Ganze jetzt die Oscars gerettet, weil wir sonst nicht drüber gesprochen hätten? Also mir persönlich ist ja das mit diesen Oscars völlig egal. So, genau. Aber es hat es auf jeden Fall in die Medien gebracht. Ne? Ich fand das auch, diese Ohr, wie der da so auf die Bühne geht und dem eine da langt, dachte ich, das ist auf jeden Fall geschauspielert. Ich meine, er ist ja auch einfach vom Beruf. Ne? Ich glaube, die waren alle deswegen da, weil die das alle irgendwie schon so beruflich machen. Weil das, irgendwie sieht das nicht so, wie sieht das komisch aus? Aber ja, scheint ja wirklich echt zu sein. Aber was hat dieser Mann denn sich nicht unter Kontrolle? Was ist denn mit denen los? Ja, er hat es ja hinterher versucht zu erklären, ne? Wenn es um die Familie geht und dass, wenn Liebe im Spiel ist, tut man halt komische Dinge. Und ich hatte auch den gleichen Impuls. Als ich nur die Ohrfeige gesehen habe, sagte ich so, ja, clever gemacht, schön inszeniert von den Machern und alles auch gut nochmal auch verstärkt, den Puff. Und dann, als er dann aber saß und dann auch nochmal ihm halt mit dem F-Word zweimal den gleichen Satz hinterhergerufen hat, mit sehr, sehr ernstem Blick, dachte ich so, okay, nee, es scheint doch ihn sehr erzürnt zu haben, was da über seine Frau gesagt wurde, was man nachvollziehen kann, aber in der Position, in der er ist, darf er sich natürlich nicht so gehen lassen und ihm dann einfach eine schallern. Ne? So ein Benehmen kenne ich so vom Autoscooter irgendwie. Was hast du gesagt? Was hast du? Und dann schön einer aufs Maul hauen. Und dann hinterher erklärt er, das finde ich halt auch faszinierend, ja, der hat meine Frau beleidigt. Deswegen ist es okay, dass ich dem ins Gesicht geschlagen habe. Okay. Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass nach der zweiten Pulle Merle Chandon mit dir so ein bisschen die Gäule durchgehen. Aber völlig unverständlich natürlich. Also
Ich habe noch niemals irgendjemandem nach 3, 4, 5 Flaschen Champagner eine reingehauen. Habe ich noch nie. Weil du noch nie 3, 4 Flaschen Champagner getrunken hast? Oder? Vielleicht war das auch so eine Großmaulschorle einfach, die er dann noch genommen hat. Aber was mich daran am meisten überrascht hat, ist natürlich, dass du danach, nach dieser Glanzleistung, kannst du dann trotzdem nochmal auf die Bühne gehen und zu Standing Ovations deinen Oscar abholen. Und das finde ich, ist der verrückteste Teil. Das andere kann ich einigermaßen, ja, ich will sagen, nicht verstehen, aber es hat so eine gewisse Logik halt so. Ne? Aber wo die Logik für mich aufhört, ist dann, dass du dich dann da hinstellen kannst, als wäre nichts gewesen, deinen Text runterreißt, den du dir auswendig gelernt hast, weil du bist ja Schauspieler. Und dass dann keiner sagt, ey, warte mal, der hat doch hier gerade diesen Körperverletzung an diesem anderen Mann da gerade gemacht. Und auch ins Gesicht geschlagen, nicht gegen die Schulter geboxt. Oder genau. Mit dem ins Gesicht geboxt, genau. Also geschlagen. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat er ihm ins Gesicht geschlagen. In der normalen Welt ist das nicht ohne Konsequenzen. Nee, ist eigentlich justiziabel, ne? Genau. Ja, natürlich. Und dann stehen die auf und klatschen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht und das ist dann der Teil, wo auch noch, es wäre eine schauspielerische Leistung gewesen. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, dann der Teil, wo wie wahnsinnig cool hat Chris Rock auch reagiert, ne? Ich meine, ja, vor einem Millionen, fast Milliarden Publikum dann auch so besonnen, klar, erstmal perplex zu sein und dann, okay, und dann aber so, okay, machen wir weiter. So, der hat mir zwar gerade irgendwie eine geballert, aber ja, so weiter im Programm jetzt hier, ne? Naja, wenn ich also, da einen Wunsch frei gehabt hätte, hätte ich ja gesagt, der soll zurückhauen oder dann so eine Klopperei dann da, so richtig. Ja, genau. Wenn die also auch auf dem Boden liegen und sich dann so würgen und so. Das wäre natürlich dann formvollendet gewesen. Aber ja, da war der dann der andere dann ja doch souverän. Ja, aber dann hätten die Regisseure wahrscheinlich direkt da interveniert und hätten die Übertragung abgebrochen. Weil ja, echt? Warum wurde die Kamera da gar nicht weggeschaltet oder so halt, ne? Aber das wäre ja, den Piepser haben sie ja noch gebracht, weil die haben ja immer so 5 Sekunden Puffer dazwischen, okay, dass sie halt für die F-Words und sowas einen Piepser einbauen. Aber dass sie dann irgendwie den Schlag ins Gesicht ausblenden, das haben sie nicht schnell genug irgendwie hingekriegt. Ne? Ah, im Regieraum war das, halt drauf. Ja, klar. Aber ich meine, mit der gleichen Logik muss man sich mal überlegen, was Ricky Gervais die Fresse poliert gekriegt hätte, wenn bei jedem, der sich so ein bisschen echauffiert hat, es sofort eine gesessen hätte. Also dann wäre das eine schöne Prügelparty gewesen, wie Silvester um 3 Uhr morgens. Vor zwei Jahren, oder wann, da hat er die auch komplett einmal durchbeleidigt. Alle, das durch die Bank weg. Aber ja, mich hat interessiert, wie er die ganze Sache sehen würde, weil er hat sich noch nicht geäußert, ne? Kein Twitter, auf seinem Twitter-Account oder sich. Ja. Also ich meine, man hat gesehen, dass seine Hand leicht gezuckt hat in der Sekunde, aber natürlich dann einfach die Größe zu besitzen und das über dich ergehen zu lassen, ne, das ist ja so ein bisschen auch so eine Sache, zeugt von wahnsinniger Größe, aber auch von großer Intelligenz in dem Moment einfach, ne, weil das wäre nämlich genau das geworden, was Strecker sagte halt, ne, dann wären die da wie auf dem Schulhof, wie die Assis, wären die da über den Boden gerobbt und hätten sich dann in den Haaren gezogen. Ganz wunderbar. Oder damals bei dem Präsidentendinner, wo Obama ja über Donald Trump so hergezogen hat, da stellt man sich halt auch so die Situation vor. Er hat ihn ja auch vor versammelter Mannschaft vorgeführt und dann wäre Donald Trump halt irgendwie auf die Bühne gekommen und hätte dem Präsidenten der Vereinigten Staaten halt eine gepfeffert. Und dann auch wie so zwei Schulhofschläger dann die beiden Jungs auseinanderziehen. Wäre doch eigentlich mal geile Comedy, ne? Ja, und das Ganze erinnert mich so siebenteils an so eine Geschichte. Ich glaube, das war in Erfurt. Wir haben mal irgendwie vor 150.000 Jahren ein Konzert gespielt. Und dann gab es nämlich aus budgetären Gründen, glaube ich, gab es dann den billigsten Schnaps und Whisky und Fusel, den der deutsche Einzelhandel zu bieten hatte. Er wurde dann aufgefahren halt, ne? Und stellte sich heraus, und das wussten wir natürlich vorher nicht, dass dieses Höllenzeug, nicht nur, dass es nicht schmeckt, es macht auch wahnsinnig aggressiv. Und dann stellte sich ja irgendwie heraus, dass im Anschluss an das Konzert haben sich dann zwei von der Band geprügelt. Und ich weiß nicht, ob sie erst sich miteinander geprügelt haben oder ob das dann direkt auch Prügeln mit den Gästen war. Ich glaube, das ging los, dass der eine sich anfing, mit den Gästen zu prügeln.
Und der andere dann versucht hat, das zu unterbinden, weil das ist ja nicht so geil halt, ne? Ja. Und dann halt dazwischen geraten ist. Und dann ist das dann auch, glaube ich, sehr lange noch weitergegangen. Weil ich glaube dann, ja genau, ich glaube nämlich auch, das ging dann lange weiter, weil dann hat man auch dann sich entschieden, ein anderes Venue zu suchen für diese Auseinandersetzung und ist irgendwo dann in so einem Proberaum gelandet. Ja, da ist dann auch, ich glaube, die haben sich da auch wirklich mit Gitarrenverstärkern beworfen und da sind auch, glaube ich, Sachen zu Bruch gegangen und wir hatten am nächsten Tag einen Eintrag auch im Gästebuch und da, also wer auch immer diesen Eintrag gemacht hat, würde ich mutmaßen, kam A aus der Stadt Erfurt und B war ziemlich angepisst. Ja. Klingt ja wie in der Schule, es gab einen Eintrag im Gästebuch, früher war es immer der Eintrag ins Klassenbuch, wenn du dich regelkonform benommen hast. Und das meinte ich glaube, als Band ist man so in Sippenhaft, ne? Dann wir sind dann zu 8, zu 9 sind wir dann unterwegs und dann anderthalb betragen sich dann ein bisschen vielleicht nicht ganz konform, dann sind es aber alle gewesen, ne? Ja, ich glaube, man muss schon neidlos anerkennen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht, ich glaube, es wäre jetzt nicht so, dass man jetzt die Schuld aufteilen musste. Also man hat schon ein relativ präzises Bild von dem, was da wahrscheinlich vorgefallen ist, halt so, ne? Ja, ja. Aber es ist wie mit dem berühmten Wurf des Fernsehers aus dem Hotelzimmer im 15. Stock. Ja, aber es war wird nicht das Individuum belangt, sondern die ganze Band steht halt in Misskredit. Ne? Ja, und in unseren Proportionen damals war das natürlich der Wurf von einem Verstärker in einen Proberaum im Keller. Ja, das, auf den anderen Bandkollegen. Also, haben sie mit... kann man sich auch nicht ausdenken. Ja, außer haben sich gegenseitig mit Gitarrenverstärkern, wenn es Akkordeons gibt. Ja, keine Ahnung. Das erklär mal 7,99 Euro 3 Jahre alten Blended Whisky. Ne? Ja. Ja, das ich weiß noch dann am nächsten Tag, ich glaube, ich bin mit dem Zug zurückgefahren, weil ich irgendwie schnell weg musste. Und ich meine mich am Bus, die alle noch mal kurz in Augenschein genommen zu haben. Stimmung nicht so gut, muss man sagen. Natürlich dann neben dem argen Kater hatten die auch so lauter Kratzwunden am Kopf. Es waren auch Bisswunden dabei. Und Bisswunden, das war eine richtige Catfight. Ja. Ja, aber man kann einfach zur Ehrenrettung sagen, wir drei waren nicht involviert. Aber der Eintrag ins Klassenbuch war auch schön. War auch so, wenn ihr nochmal nach Erfurt kommt, hauen wir euch die Fresse breit. Ja, ja, genau. Dann hauen wir irgendwas anderes noch kaputt als das bei euch. Aber beim Spoiler, wir sind danach, wie oft waren wir danach in Erfurt? 5 Mal, 6 Mal bestimmt seither. Da ist keiner böse gewesen, auf jeden Fall danach mit uns, oder? Nö, ne? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, Dass jetzt überhaupt die Erinnerung noch bei allen gereicht hat für den Eintrag ins Klassenbuch, ist ja auch schon ein Wunder an sich. Ne? Weil ich glaube, diejenigen, die dann beteiligt waren, die hatten zwar jetzt nicht den 7,99 Whisky in sich reingeschüttet, aber wahrscheinlich auch nicht das edelste Gesöff. Ja, so war das also. So ist das halt mit Bands. Aber ich meine, das tat uns ja als Rock'n'Roll-Band, tat uns das natürlich ganz gut halt so. Ne? Einfach mal so als Image. Ja. Habt ihr denn eigentlich am Wochenende die zweite Schelle, die durch die Medien gegangen ist, auch gesehen? Weil wir haben es ja eben nicht. Ja, das habe ich gesehen. Ja, Smith, das hab ich gesehen. Es gab ja noch eine weitere Backpfeife. Die fand ich sogar noch krasser. Ja, boah, die hatte richtig gegessen. Die hatte auch richtig Schmackes, ne? Und ansatzlos, unvorbereitet, gesessen. Aus dem Nichts heraus. Das ist schon auch nicht ungefährlich, ne? Ja, klar. Nee. Wenn du überhaupt nicht damit rechnest, hast du nicht mal irgendeine Körperspannung im Nacken oder sowas, da fliegt dir alles um die Ohren. Ja, vor allem wenn du das Ohr triffst, ne? Dann ist halt schön Peng halt. Ne? Hat er mir geschrieben, dass er da wohl Schwierigkeiten gerade hat, ne? Ja. Dass er so ein paar. Also ich fand in beiden Situationen wild, dass es so wenig Security gab. Ich fand wild, dass Will Smith nochmal drauf durfte. Ich fand bei Oliver Pocher fand ich wild, dass da keiner so richtig zwischengegangen ist. Man würde ja denken, dass da irgendwelche Sicherheitsleute sind, die da rumstehen. Also auch wenn es natürlich so der Promi-Bereich ist. Ne? Die werden ja alle vorher geprüft, bevor die da reingehen, geschenkt. Aber trotzdem, dass der Mann sich dann hinter irgendwelchen anderen verstecken muss. Ja, wie hilfesuchend, der erst so verdutzt geguckt hat und sich dann aktiv hinter die Securities begeben hat. Nicht, dass er irgendwie gesichert wurde, sondern
er hat sich selber aus der Schusslinie gebracht, weil keiner da interveniert hat. Und wäre keiner da, oder hätte er nicht den Schutz vor der Security oder hinter der Security gesucht, der hätte ihn wahrscheinlich nochmal auf die andere Seite einen an der Mappe gehauen. Ne? Ja, oder Christoph Daum steckt mit dem Rapper unter einer Decke, weiß man ja auch nicht. Die Reaktion von am allergeilsten, beziehungsweise die nicht vorhandene Reaktion von Christoph Daum war das allergeilste an dem ganzen Video. Der sitzt mit verschränkten Armen daneben und dann macht's klatsch rechts neben ihm. Oder er guckt nur so. Ich wüsste aber auch nicht. Ne? Man rechnet ja mit allem, aber doch nicht mit sowas. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde. Ne? Ja, aber der hat natürlich, also Christoph Daum, finde ich, hat um eine Nasenbreite fast interveniert. Nasenlänge bei ihm. Und er tut das, weil er ein absolut reines Gewissen hat. Hat ein absolut reines Gewissen. Und ich glaube, wenn wir seine Haare nochmal testen, alles gut. Ja. Aber, aber der hat sich das ganze Spektakel angeguckt. Aber das ist natürlich auch das Schlimme. Das ist ja dieser Moment, du rechnest natürlich nicht damit und es passiert irgendwas. Und du weißt gar nicht, wie du reagieren sollst. Und in der Nachschau ist es ja immer einfach zu sagen, halt so. Ne? Aber es ist ja in ganz, ganz vielen Fällen halt so, ne? wo irgendwas Schlimmes passiert, wo du dann in dem Augenblick kannst du es gar nicht so scharf stellen und du kannst es gar nicht realisieren, dass das jetzt eine richtig ernste Situation ist, ne? Also unabhängig von dieser Situation. Ja, das ist ja auch. Kannst ja erstmal so in der ersten Sekunde hast du das Einzige, was du abfragen kannst, sind die Reflexe. Ne? Ja. Dann die Sinne müssen es verarbeiten. Ne? Und dann muss das einordnen, das dauert ja auch Zeit. Und in der Zeit guckt man wahrscheinlich auch ziemlich blöd. Ja. Und ich kann mir das gut vorstellen, also auch in der Situation, wahrscheinlich kannst du Christoph Daum da auch keinen Vorwurf machen. Man hätte natürlich gedacht, dass irgendwie aus dem Reflex zumindest ein Arm hochgeht oder sowas. Ne? Aber sich dann einfach zurücklehnen, damit man so ein besseres Bild der Gesamtlage kriegt. Und dabei die Arme verschränkt lässt, aber auch keine Mimik im Gesicht, sondern einfach nur so... Ja. Was ist das denn? Was hat denn hier? Das ist ja hier wieder Umkleide. Aber wisst ihr, woran mich das alles erinnert hat? Vor allem diese Schelle an Olli Pocher, an die legendäre Reportage da vom Kiez mit Stefan Henschel. Wo er so ein bisschen seine Vita erzählt und er sagt, ja, und dann habe ich hier noch damals irgendwie die Teilhaberschaft gekauft und dann kommt halt ein so ein Typ, der quatscht ihn an. Also, so, was willst du denn hier? Ja, komm, geh weiter. Und ansatzlos haut der dem einfach was auf die 12 und als wenn nichts gewesen. Der Typ geht 5 Tage rückwärts, läuft 3 Paar Schuhe durch, bis er wieder zum Stehen kommt. Und der Typ geht einfach weiter so, ja komm, lass mal weitergehen. Ich habe keinen Bock, mich hier mit den Arschlöchern zu unterhalten. Und er sagte, und da vorne ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner! Und was, einfach im Vorbeigehen, im Nebenplatz, scheppert er dem so dermaßen. Also wirklich, ne, so, als wenn man irgendwie einen Bonbon verteilt. Ne, verteilt der Ohrlasch. Also der Puls geht nicht einen Schlag pro Sekunde höher, sondern und dann so, ja, das ist auch ein guter Freund von mir, vor allem auch ein guter Freund von mir. Was Hallo Werner. Den Typen, den ich gerade weggeboxt habe. Was manche Menschen für Schaltpläne haben, ne? Das ist schon wirklich erstaunlich. Aber ich meine, der war ja auch eine Kiezgröße, glaube ich. Ja, klar. Halt so, ne? Ja, dann ist natürlich dann... Da muss man auch bleiben, dann muss man auch zeigen, dass man auch das Recht hat. Da geht es ja natürlich auch um das Image und das Angstverbreiten. Ne? Ja, klar. Da darfst du dir auch keinen Zentimeter Respekt nehmen lassen. Ja, aber ich meine, dann habe ich auf jeden Fall nochmal... Der hat ja auch nichts Schlimmes gemacht, der steht ja nur doof in dem Bild und guckt so, hey, Alter, und dann klatscht er dem einfach, pfeffert dem voll eine rein. Aber ich meine, Gewalt ist natürlich überhaupt keine Lösung. Das wollen wir hier. Wir finden das ja überhaupt gar nicht witzig alles. Ne? Naja, in dem Moment hat das die Situation ja schon aufgelöst. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Also es ist natürlich schon, aber irgendwie aber auch nicht. Ne? Es ist ja total, wenn man sich mal überlegt, was hätte denn eigentlich passieren können? Ne? Also wenn jemand, der so gewaltbereit ist und dann auch seine Homies dabei hat, die das filmen, das ist so ganz perfide und so ganz, weiß ich nicht, halt so. Ne? Ja, das sehe ich. Da sehe ich auch, dass er da richtig einen dran kriegen wird für. Ja. Das ist ja Heimtücke und alles ist dabei. Ja, ne? Das volle Programm. Ne? Ja. Und das ist auch dann nur richtig halt. Ne? Also wenn das ja irgendwie, ich weiß nicht, was seine Motivation war. Ich habe mich jetzt mit dem Typen nicht beschäftigt. Wir sollten seinen Namen auch nicht nennen, um ihm nicht mehr Öffentlichkeit zu geben in unserem kleinen Rahmen. Aber was das jetzt sollte, habe ich nicht begriffen. Ja, ich habe es auch nicht... auch nicht detailliert verfolgt, aber er hatte wohl irgendwie gesagt, er findet halt die Art und Weise, wie Oliver Pocher manchmal über andere Leute herzieht und da hätte er wohl auch mal über irgendeinen, ich meine, der Typ ist ja irgendwie ein D-Klasse-Rapper, den kennt ja keine Sau. Und er hätte sich aber darüber aufgeregt, dass Oliver Pocher wohl auch über irgendeinen Kumpel von ihm dann mal irgendwie auch was Disrespektvolles gesagt hat und
alles natürlich wahnsinnig große Motive, jemandem dann einfach einen zu klatschen. Ne? Also ist niederträchtig und vor allem ist es halt auch echt gefährlich, ne? was Jan gerade sagte, ja. Wenn du das Trommelfell triffst, das Ohr und ansatzlos und auch wenn es dich so ohne Körperspannung erwischt, das kann dich ja echt übel ausnocken. Ne? Voll, und der hat auch gesessen. Ne? Also der Typ war ja nicht klein, der hat gut ausgeholt, der hatte auch Zeit, weil der nicht geguckt hat. Der konnte sich da richtig einen zusammenlegen halt, ne? Sowas, unfassbar. Ja. Und aber dann, ich bin ja immer ganz froh, dass wir ja dann, wir haben ja immer guten Draht zu den Seekus halt, wenn wir spielen auf Festivals oder so. Und ich weiß noch, wir haben auf einem Festival gespielt und dann haben, Seekus haben auch einen sehr guten Humor, finde ich halt, ne? Dann haben wir mit Mr. Hurley und die Pulveraffen haben gespielt halt so, ne? Und da war sehr, sehr viel hier Crowdsurfing angesagt. Und dann sagte ein Typ aus dem Publikum, ging dann zu den Seekus und sagte, ja, hier ist ja lauter Crowdsurfing. Kann man das nicht unterbinden? Das stört doch total, das stört mich total. Und der Seku sagte dann sowas wie, ja, dann hau doch ab nach hinten und wenn es dir nicht gefällt, geh dann nach Hause. Entlarvend ehrlich, ne? Wo man dann sagte, okay, stimmt. Wenn du es so sagst, dann erschließt sich mir das Ganze so ein bisschen. Halt so, ne? Ich fand das mal, das hat mir gut gefallen, auf dem Rock Harz war das. Da ist der Backstage-Bereich ist ziemlich weit weg. Und dann waren wir kurz davor, dann waren wir dran und standen dann schon an der Bühne. Und es war einfach, die Zeit war zu kurz und der Weg war zu lang, um noch Bier zu holen. Wir hatten vergessen, unser Bier mitzunehmen. Also das ist ja schon, das macht ja schon Spaß, dann irgendwie dann ein, zwei Bier dazu schlürfen dabei. Ne? Ja. Und haben wir vergessen. Und das muss ich auch sagen, ist ja echt kacke. Und aber wir hatten keine Chance, Weg zu weit. Und dann mussten wir anfangen. Und dann hattest du dann ja, glaube ich, durchs Mikro kommuniziert, den Zuhörern, das, was uns da jetzt gerade widerfahren ist, ne? Was Furchtbares. Und das fand ich so genial. Ne? Dann sind dann wirklich Menschen aus dem Publikum, sind dann zu den Bierständen gegangen und haben es den Securities in die Hand gedrückt. Aber beim Rockharz muss man wissen, ist die Bühne total hoch. Ich weiß, lassen sie zwei Meter hoch sein. Ne? Und dass die sich dann auch strecken müssen. Ne? Und dann die ganze Zeit während des Konzerts immer so ein steter Fluss an Plastikbechern mit Bier, die Securities uns dann immer oben an den Bühnenrand gestellt haben. Das werde ich noch sehr lange in freudiger Erinnerung behalten. Auch nochmal vielen Dank an die Menschen, die da Bier springen lassen haben. Ja, super, genau. Und ich glaube, wir haben sogar ein paar von denen nochmal auf einem anderen Konzert getroffen. Und dann haben die, glaube ich, uns auch nochmal Bier springen lassen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir sind die gleichen Typen, die euch auf dem Rock Harz auch Bier gebracht haben. Das ist leicht zu erkennen, weil wir euch jetzt Bier geben. So sollte es immer sein. Ja, dann der Aufruf an alle Seekus, gebt euch zu erkennen, indem wir uns immer Bier auf die Bühne stellen. Ja, nicht, da wird ja auch zu viel dann irgendwann. Aber ich meine, da haben wir bisher immer gute Erfahrungen und wir haben ja, manchmal waren wir auch ja früher so ein bisschen gefürchtet, weil wir immer die Kühlschränke auf den Bühnen halt leer gemacht haben halt so. Die sind ja dann eigentlich, die Kühlschränke auf den Bühnen, auf dem Festival sind gedacht für den Künstler, der jetzt gerade auftritt. Der ist nicht gedacht für Leute, die da aber rumstehen und so Tagediebe versuchen nachzuspielen und das waren wir dann meistens. Deswegen waren wir auch so ein leichter Bühnenschreck manchmal. Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen nicht, als wir einen Kühlschrank geplündert haben, sondern während wir, ich weiß, Jan, du hast da eine bessere Erinnerung immer, welche Band und welches Festival das war, wo wir bei der Performance einer Band, die hatten vorne rechts an der Bühne halt eine volle Kiste Bier stehen, die sie aber gar nicht getrunken haben und wir hatten in unserem Backstage kein Bier mehr und der andere Kollege, der hier gerade am Podcast teilnimmt, ist dann einfach kurzerhand über die Bühne gerobbt. Und hat Flasche für Flasche nach hinten zu uns gerollt. So gerollt dann, ne? Das waren die Trash Monkeys beim, lass es mich raten, Teichrock 2009 oder was, Omas Rock? Omas Rock. Eins von dem, aber auf jeden Fall war es eine lustige Anekdote. Waren die Trash Monkeys. Ja. Weil ganz unauffällig über die Bühne gerobbt wurde und dann Flasche für Flasche wurde dann halt alles nach hinten gerollt und wir haben uns diebisch gefreut, dass wir Nachschub bekommen haben. Ja, es war ganz schlimm, aber es war so eine große Not halt, ne? Man konnte da nichts machen. Ja, was soll man machen, ne? Was kann man da machen? Ja, naja, auf jeden Fall, das also zu diesen Sachen, Wahnsinn und danke da auf jeden Fall an die Seekus, die immer gut auf uns aufpassen. Nur außer damals in Erfurt natürlich. Aber da gab es noch nicht so viele Seekus. Aber da hätte man welche gebraucht.
Aber dann dachte ich mir, was ist denn eigentlich so eine Situation, die euch total aus der Haut fahren lässt? Ja, man denkt ja immer irgendwie, wenn man beleidigt wird, aber ich, wenn man mich irgendwie beleidigt, das bringt mich überhaupt gar nicht auf die Palme. Und dann, wenn ich drüber nachdenke, was mich wirklich am meisten auf die Palme bringt, wenn man mit meiner Zeit fahrlässig umgeht, speziell im Autostraßenverkehr. Ach Gott, oh Gott, okay. Ja. Also nichts bringt mich so sehr auf die Palme wie Trödeleien und irgendwelche Penner im Straßenverkehr, die Kacke fahren und mir dadurch meine Zeit stehlen. Genauso also, adaptiert auf den Nicht-Automotiv, wenn ich nicht im Auto sitze, ist es auch so, wenn mir irgendjemand in der Fußgängerzone dusselig vor der Nase rumläuft und trödelt, ich kann Trödeleien nicht ab. Okay. Ich weiß, also bei mir ist es halt so, was ich nicht abhaben kann, ist Schmatzen und schlechte Tischmanieren. Das sind Sachen, die mich völlig unbegründet total in Rage bringen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und da ist es so, das ist mir völlig wurscht, wenn einer wenn einer jetzt laut richtig mit offenem Mund so. Ja, aber es fängt schon mir an, bei mir an, wenn dir keiner gezeigt hat, wie man das Besteck ordentlich hält, halt so, ne? Wenn das also eher so als Werkzeug gesehen wird und das macht mich schon so ein bisschen nervös halt so, ne? Komplett die Fassung verliere ich aber bei Schmatzen und so halt, ne? Und ich weiß inzwischen auch, warum. Ich bin audiophob. Ja, ich bin audiophob. Das ist halt so, wenn man so Geräusche, so eigentlich unschuldige Geräusche des Alltags, verwandeln dich in einen Zombie, in einen unkontrollierten Wahnsinnigen. Das ist halt Teil meiner Condition. Ja, jetzt stell dir mal vor, einer schmatzt und trödelt dabei. Oh Gott, der hat sein Todesurteil schon gesprochen. Nee, also das kann ich überhaupt nicht haben. Oder einfach so allgemein so Ignoranz halt so. Und ich weiß auch nicht, warum ich immer, wenn ich unterwegs bin, der Einzige bin, der Leute vorbeigehen lässt oder aus dem Weg geht. Ich meine, ich bin groß genug halt so. Ne? Und inzwischen überlege ich halt immer, okay, wenn ihr mich nicht seht, dann laufe ich einfach durch euch durch. Mich juckt das nicht. Das sind Sachen, die mich dann, ja. Ja, das sind dann wahrscheinlich die gleichen Gesellen, die jetzt noch sehr, sehr viel Sonnenblumenöl und Toilettenpapier im Keller haben. Ich. Aber das dachte ich auch irgendwie, ob mich sowas wütend macht, nee, das lässt mich eher verzweifeln. Und da stehe ich dann wirklich einfach nur seufzend und unverständnisvoll kopfschüttelnd daneben und denke so, meine Güte, warum sind alle so bescheuert? Also Dummheit macht mich auf der einen Seite nicht wütend, aber es lässt mich so verzweifeln. Aber ja, eigentlich sollte einem die Dummheit anderer Menschen viel mehr Wut emporbringen. Ja, ich hatte natürlich als jemand, der audiophob ist, hatte ich natürlich auch meinen Moment Ernüchterung halt. Wir haben mit Saltatio Mortis gespielt und die haben halt eine Monitortechnikerin dabei gehabt und ich saß neben der beim Essen und habe einfach gegessen, wie ich so esse und dachte, guck mal, wie geil ich essen kann halt so und ich bin der Einzige unter den ganzen Affen hier am Tisch, der richtig sein Besteck halten kann. Und dann sagte sie zu mir, kannst du mal aufhören, immer hier beim Schneiden auf dem Teller diese Quietschgeräusche zu machen. Und dann dachte ich mir so, wow, eine Leidensgenossin, die kann ich gut verstehen. Aber ich war natürlich total empört und wütend auf mich selbst, dass ich dann selber erwischt worden bin dabei. Einen Audiophoben getriggert hast. Ja, genau. Ich als Audiophober habe einen anderen Audiophoben super getriggert. Und sie hat es natürlich oberflächlich nett gesagt. Man merkte aber, dass wenn ich das jetzt noch einmal mache, sie mich auf den Boden schmeißt und auf mir rumtrampelt. Ja, der Inhalt bleibt ja der gleiche. Ne? Aber das Wort audiophob habe ich eben zum ersten Mal gehört. Und nicht, dass es mich wütend macht oder dass es mich aggressiv macht, aber was ich nicht hören kann zum Beispiel, ist, wenn jemand, weil wir gerade beim Essen und bei den Geräuschen waren, wenn jemand bei jedem Bissen, den er macht, auf die Gabel beißt, da kriege ich... Ich muss mir unweigerlich sofort ins Gebiss fassen und sagen, hör auf, du machst hier alles kaputt. Ist auch schlecht für die Zähne. Ja, und für die Gabel. Ja, solche Sachen machen mich total wirre halt so. Ne? Also, ja, oder einfach so dieses Ignorante halt. Ne? Also nicht Rücksicht nehmen können auf andere. Und das finde ich halt, das ist keine schwierige Übung. Das kann man machen. Das meinte ich mit dem Sonnenblumenöl. Ich sehe das Sonnenblumenöl als Metapher. Ne? Also, okay. Denke ich jetzt nur an mich oder kriegen die anderen auch noch eine Flasche? Ja,
Ja, oder als ich neulich 5 Flaschen Sonnenblumenöl kaufen wollte, fand ich auch, ihr könnt jetzt ruhig mal Rücksicht auf mich nehmen, wenn ich die haben möchte und mich nicht limitieren, dass ich nur 2 kriegen soll. Ja, ja, das fand ich eine Frechheit. Keine Rücksicht auf mich genommen. Von mir aus sollen sich die Leute mit Laub den Hintern abwischen. Mir ist das egal. Hauptsache, ich habe jetzt für 3 Jahre. So, genau. Ich schlafe gut auf meinem 4-lagigen Toilettenpapier. Ja. Und reibe mich vorher mit Sonnenblumenöl ein. Ja, genau. Ja, meine Lieben, okay, ich glaube, wir müssen hier schon wieder uns eindämmen, weil du musst ja gleich noch weiter. Du hast ja gleich noch Pläne. Habe noch Verpflichtungen am Abend und nächste Woche dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und genau. Schaut vorbei im Shop mririshbastard.com, da gibt es T-Shirts, Tassen und viele andere geile Sachen. Hört, streamt und schaut Videos, alles, was wir da so haben. Das ist für uns immer eine große Hilfe und kauft natürlich Tickets. Und ansonsten würde ich sagen, Männer, sehr schön, euch wieder zu sehen, zu hören und an unser liebes Publikum. Bis bald. Ja, schöne Grüße, auf bald. Und Tschüss. Keine Ohrfeigen verteilen, ist zu gefährlich. Nicht machen. So, auch nicht einkassieren, auch doof. Und auch das, ja. Ordentlich essen, ne? Sonst springt ja einer über den Tisch. Tschüss zusammen. Okay. Bis dann. Tschüss. Ciao.